Yo, 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 hey ho, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu dem epischen Spiel Saints Row the Fourth. Ja, wir sind noch immer im Geschäft hier drin, wir haben uns umgezogen. Wir schauen jetzt jedenfalls epischer, ups, ich wollte so rauszoomen, epischer aus als davor. Was können wir denn hier? Nehmen wir mal unsere MP raus, falls irgendwas passiert. Und dann geht's hier durch. So, was haben wir denn heute vor? Schauen wir erst wieder in unsere Aufgaben rein. Wir können jedenfalls was upgraden. Was Neues? Kampf? Da, Waffenschänder. Jetzt wird zugeschlagen. Im Gateway-Waffenlager kannst du dich nur mit dem Schänder ausrüsten. Aha, sehr cool. Aufträge. Was haben wir denn für neue Aufträge? Extras, Herausforderungen abgeschlossen. Okay, dann müssen wir einfach mal die Primäraufgabe machen. Lerne die Regeln. Zeit, das Tempo zu erhöhen. Mission starten. Okay. Hört sich doch gut an. Okay, also es gibt so Datencluster, die wir anscheinend irgendwie nehmen sollen. I'm still trying to figure out precisely what they are, but they seem like they'll be useful. There are several near my warehouse. I can't pinpoint their exact locations, but I marked the general areas for you. Gut zu wissen. Ah, da ist unser Auto. Ich habe gerade schon gedacht, unser Auto muss doch hier auch noch irgendwo sein. Und da steht sie auch schon. So, dann auf zu den Datenclustern. Ah, da ist schon das. Aha. Ah, da hinten ist es. Ich sehe es. Gut, das ist ein Datencluster anscheinend. Mehr oder weniger, ja. Das hört sich natürlich wieder sehr vertrauenserweckend an. Weiter geht's zum nächsten Datencluster. Was ist das? Was, ein BMW? Voll so ausgeschaut. Au. Du Arsch, Mann. Was kannst du eigentlich? Lern fahren. Wo ist denn der scheiß Datencluster hier? Hä? Ah, da hinten ist er. Ich sehe. Badam. Gut, dann haben wir noch einen dritten. Unser Auto ist schon ein bisschen im Arsch hier. Voll schade. Naja, kann man nichts machen. Das Auto schaut doch nicht so geil aus, weil da Dosen drin sitzen. Was ist das da? It's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Das hört sich natürlich cool an. Das heißt, wenn wir... Ich speichere das mal kurz ab, damit wir es haben. Schaut nämlich ziemlich cool aus. Das heißt, wenn wir diese Datencluster einsammeln, desto mehr wir davon einsammeln, desto mehr können wir upgraden. Das hört sich natürlich auch geil an. Das heißt, immer Ausschau nach diesen Datenclustern halten. Holen wir uns noch kurz das dritte. Ah, da rechts ist es irgendwo. Ah, da ist es. Easy going. Noch eins, meine Güte. Clusters. Okay, clusters. If they're so useful, why aren't Zinyak's people scooping them up? Why would they need them? To make his people stronger? Ich bin falsch abgebogen, oder? The one who said they're amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just... He wrote the simulation! But if he just leaves them lying around, then... warum kann ich da nicht durch? Probably better that way. Komm. Okay, gut, da kann man durch. Ich sehe es schon, oder? Oh mein Gott. Heilige Scheiße. So, wo ist der Datencluster? Zinyak destroyed my apartment. That place should have been condemned a long time ago. Just wish I could have saved my shoes. Wo ist der Datencluster hier? Es ist zwar unser Apartment anscheinend. Ah, da hinten ist es. Ich sehe es. So. Und dann gleich dann nochmal rechts. Und da haben wir es auch schon. That should be enough. Let's see what I can do here. Ah, in den Hub schauen, okay. Lerne die Regeln, Zeit das Tempo zu erhöhen. Was? Ich hab doch gerade in meinen Hub geschaut. Hä?
Ah, jetzt soll ich reinschauen, toll. Ah, hier, Kräfte. Beide Kräfte kaufen. Super Sprint. Verfügbar. Okay, das sind die Datencluster praktisch hier. 4 Datencluster und es kostet 2 Super Sprint. Hört sich cool an. Mit dem Super Sprint kannst du nun schneller laufen als Autos. Nicht schlecht. Was haben wir noch? Super Sprung. Übernehmen. Mit dem Wandsprung kannst du nun senkrechte Oberflächen hinauflaufen und mit dem aufgeladenen Supersprung kannst du über Gebäude springen. Halte leer gedrückt, um deine Sprünge aufzuladen und höher und weiter zu springen. Hört sich auch nice an. Ich kehre in Zukunft im Kräftemenü zurück, um deine Kräfte zu verbessern und neue Elemente auszurüsten. Hört sich natürlich verdammt geil aus an. Hier, lass mich ein Trainingsprogramm für dich, um deine Kräfte zu verbessern. Okay. Gib her, lass mich trainieren. Ich will meine neuen Kräfte kennenlernen. Oh, wo sind wir jetzt? Der Code sagt, du kannst jump long distances and run at super high speeds. How about starting with a small jump? Geil. So, wie lange muss ich das aufladen? Okay. Geil. Erinnert mich irgendwie an Matrix. Bam! Nice. How do you think I'm gonna jump up that? Try pushing off from the wall each jump. So I can climb walls now? It'd be more accurate to say you can jump up them repeatedly. Yeah, that's what I said. Alter. Geiler Scheiß. Und was ist, wenn ich länger halte? Dann kann ich überspringen. Aber es bringt, glaube ich, nichts. So. Ist ja nice. Kann man definitiv lassen. This time I blew the buildings apart. Try making that jump. Wandering the savannas and grasslands of Africa. Oh, das ist schon mal richtig nice. Oh, verdammt. So. Okay, now for the big test. Use your super speed to get a running start and lead to the joking. Ist ja geil. Nice. Kann man definitiv lassen. Good. Because I found a race subroutine already in the city. Let's do it. See? Was? You did it. Was für ein Race Serpentine Zeug? Ah, wir haben 1000 Geld bekommen, oder? Nein, 1000 XP waren es, glaube ich. Aber das ist schon mal richtig nice. Das ermöglicht gleich ganz neue Sachen. Superkräfte, geil. Run along the path collecting the power orbs, which should boost your new speed. Every time you hit a checkpoint, you'll be able to stay in the program a bit longer, so you can reach the end. Though you probably want to avoid the firewalls along the way. Good luck. Aha, grüne Sachen einsammeln und rot ausweichen. Das hört sich schon mal sehr basic an. Gold, Bronze, okay. Friede durch Schleichverschnappe, die super aufwärts bedeutet, dass du kurz einen Sprung folgst. Okay. Should I be worried about who set this race up? Don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district's reality matrix will overload a little. Oh mein Gott. So, one more time, Kinsey. It means the simulation doesn't like it, and we're able to control the. Achso, nein, ich muss da nicht lang. It did the first time I said it too. Keep saying shit that I understand. So, wo muss ich hin? Okay, gut. 100 Superschub. Krasser Scheiß, Alter. Zack. Nice. Geiler Scheiß. Ich liebe das. Das macht mir jetzt schon Spaß. Heute auch, wenn es ein bisschen laggt gerade. Muss mal schauen, was sich dagegen machen lässt. Aber wir rennen einfach durch alles durch, alter Schwede. Geiler Scheiß. Einfach alle Autos aus dem Weg hauen. Alter. Geiler Scheiß. So, dann müssen wir auch noch rüberspringen, oder? Okay, da nach oben. Okay, das ist easy going. Da einfach auch nach oben. Zack. Komm, komm, komm. Okay, Silber. Ist doch schon mal besser als Bronze. Captain Obvious. Chaoslauf geschafft. Nice. Fortfahren. Okay, wir haben Betten fast Gold geschafft. Naja, kann man nichts machen. Bargeld. 3500. Nice. Können wir uns gleich noch was leisten. So, neue Schuhe. Oh. Ne, Quatsch. Aber neue Waffen wären cool. Supersprung. Mit dem Wandsprung kannst du nun senkrechte Oberflächen hinauflaufen und mit dem aufgeladenen Supersprung kannst du über Gebäude springen. Wie kann ich senkrechte Flächen hinauflaufen? Ja, okay, das wissen wir jetzt schon. Chaoslauf, ja. Gut, jetzt wissen wir, was Chaoslauf für ein Minigame ist. Errungenschaft freigeschalten. Hua. So, warte, ich brauche mal eine Wand hier. Kann ich da nicht nach oben laufen oder so? How can I ever deny?
Geil. Ich liebe dieses Lied. Das ist eines der besseren Lieder. So gut, also Datensammlungen sind praktisch über in der Stadt verstreut. Die sollten wir mal aufsammeln. Was ich gleich mal machen werde, weil ich neue Sachen will. As long as I don't break things. Promises. Wie komme ich hier wieder raus, bitte? Achso. Promises. Oh Mann, die Musik in dem Spiel ist schon allein episch. Was ist das da? Kann ich den kaputt machen oder so? So, bam. Bam, bam, bam. Schade. Ah, da ist noch was. Geiler Scheiß. Ich liebe das jetzt schon. Ich fühle mich wie Superman. Speichert. Alter, so viele Daten. Also Datensammlungen, Zeug. Was ist das da? Kann ich da reinspringen? Nö. Hm, komisch. Ah, da hinten ist noch was, oder? Ich muss dran denken, immer Leertaste praktisch zu halten, damit ich dann super hochspringen kann. Da oben ist... Ah, da ist noch einer. So, erstmal darüber. Nice. Ich frage mich, wie viele von davon es gibt praktisch. Weil ich will jetzt hier auch nicht zu viel überall rumsuchen. Alter, die Musik! Promises. Das Lied heißt übrigens Promises und ist leicht abgeändert. Falls ihr euch wundert. Was haben wir hier? Hier war doch nur noch eins. Da oben ist jedenfalls noch eins. Schauen wir erstmal da hoch, da haben wir einen besseren Überblick. Ah, da ist noch eins. Ich muss das Ganze länger aufladen. Nicht nach unten gucken, hä, was? Aha. So, da haben wir den ja schon mal. Mal schauen, ob wir da... Nein, oh fuck, ich hätte den länger aufladen sollen. Kommen wir da hoch? Ne, okay. Müssen uns hier nach oben arbeiten. Zack. Hätten wir das auch. Naja, und da hinten ist auch noch eins. Ja, sorry, aber es überwemmt mich mein Sammlertrieb. Und die coole Musik. Das ist einfach schon an sich so geil. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Hier so Superman spielen. Oder besser gesagt Superwoman. Ja, was ist das? Hm, komisch. Und da kann ich... Ich dachte, ich kann die Wände irgendwie nach oben rennen, haben sie doch vorher gesagt. Hm, komisch. So geht's auch schnell genug. Gut. Das waren 8. Mal kurz ins... Dings schauen und schauen, ob wir was Neues machen können. Neue Upgrades. Ah, okay. Echtes Tempo beim Supersprint. Beim Supersprint weniger Schaden abbekommen. Meh. Kann man mal lassen. Supersprung. Jetzt haben wir Höhe, mehr Höhe bei aufgeladenen Supersprung. Ist natürlich schon nice. Was? Du hast nicht genug. Ah, okay. Werde mitten in der Luft schneller, indem du Umschalt drückst. Das hört sich natürlich auch nice an. Okay. Das heißt, wir nehmen jedenfalls mal alle Teile mit. Das kostet auch gar nicht mal so wenig. Und dann schauen wir mal in die Mission, was wir denn so als Neues haben. Aufträge. Haben wir. Nebenaufgabe. Simulierte Anweisungen. Hört sich doch schon mal gut an. Erkunde den Turm. Beginne die Stabilität der Simulation zu schwächen, indem du die Aktivität ausführst. Erkunde den Turm. Warum nicht? Machen wir doch mal das. Aha. Boah. Schon mal aufladen. Und wie gesagt, ich nehme alle Datenteile mit, weil ich diese Abilities definitiv upgraden will. Definitiv upgraden, ja. Boah, ist das ein fetter Tower, Mann. Und die Wand schaut auch cool aus, Mann. Gebt euch mal das. Das schaut voll cool aus. Oh, lag ein bisschen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Also ich kann es noch spielen, dann könnt ihr bestimmt auch noch zuschauen. Wenn es lag, dann bin ich, glaube ich, der Erste, der es merkt. So, genau, das haben wir. Das haben wir schon 10. Oh, ein Bonbon. Gut, gut. Jetzt können wir eigentlich was upgraden. Das wir auch gleich mal machen. Wenn wir schon 10 haben, dann nutzen wir das auch aus. Nein, Kräfte. So, Supersprung. Machen wir das mit dem Umschalt. Oh, weil Umschalt in der Luft. Machen wir erstmal Höhe. Yay. Nice. Nice, nice, nice. Kann man lassen. Eigentlich brauchen wir jetzt gar keine Autos mehr, weil es so geil ist. Boah, verdammt hoch, Alter.
Was noch fehlt, ist so ein fette Explosion, wenn wir auf dem Boden wieder aufkommen. Das gibt's bestimmt auch noch. Da, 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 da. Dahin, genau. Dahin. Nur darüber eigentlich, okay. Dun, 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 dun. Dann da hoch. Klettert er den Turm hoch. Und wie soll ich da bitte hochklettern? Kann ich da einfach hochspringen? Hui. Nee, schade. Schauen wir erstmal hier hin, weil was ist das dabei nicht? Naja. Da können wir hin. Und da ist ein Datencluster. Da hätte ich auch gleich so hin können. Warum sagt mir das niemand? Mann, Leute. So geil. Wie viel haben wir jetzt inzwischen schon wieder? Sieht man das irgendwo? Ah, 4 wahrscheinlich, oder? Tadam. Gut. Sind wir oben drauf? E drücken. Oder? Ah, okay. Aktiviere den Turm. Wenn du stürzt, kannst du dich vom Boden des Turms zum höchsten aktivierten Warp-Punkt teleportieren, um Zeit zu sparen. Wie, weiß ich zwar nicht, aber egal. Ah, Datencluster. Also das mit dem Höherspringen war schon verdammt geil. So. Yes. Oh, da lag doch nicht so rum hier. Schauen wir erstmal darüber. Alter, fetter Scheiß. Und geile Musik im Hintergrund. Mann, Saints Row, Mann. Würde ich jedem von euch empfehlen. Schauen wir erstmal hier durch, ob hier irgendwas Neues ist. Ah, ein Datencluster zum Beispiel. Warum speichert es die ganze Zeit? Das lag, glaube ich, deswegen ein bisschen. So viele Daten. Nice. So, was haben wir hier? Ah, Warp-Punkt. Ein Warp-Punkt ist ja cool. Schauen wir mal dahin. Dann dahin. Was auch immer da ganz oben am Turm ist. Wir werden es erfahren, glaube ich. Schaut schon geil aus. Alter Schwede. Oh mein Gott, das war zu hoch. Das Spiel speichert durchgehend. Das ist echt krass. Okay, da haben wir noch eine Datensammlung. Gut, und da wären wir auch schon beim nächsten Checkpoint. Nice. Können wir da durchspringen? Oder was müssen wir hier machen? Aktiviere den Turm. Ah, da oben. Ah, okay. Wie komme ich jetzt da am besten hin? Anscheinend so irgendwie. Oh, probieren wir es mal so. Nein, 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 komm, komm, komm. Ach, scheiße. Okay. Ah, okay, da geht's weiter. Jetzt habe ich wahrscheinlich ein paar Datencluster übersehen, aber egal. Nice. So viele Daten. Meine Güte, 30 haben wir schon. Dann den nächsten Checkpoint. Da geht's weiter. Oh, das macht schon sau viel Spaß. Also ich meine, und die allein schon, wie geil das Spiel ausschaut. Das ist schon die Hälfte und die andere Hälfte ist die Musik und die andere Hälfte dann ist es die dritte Hälfte ist dann das Gameplay und die Story und die Craziness und... Also ich meine, Saints Row ist schon... Oh, zwei Datencluster auf einmal. Nice. Jetzt. Aha. Superpower einfach. Power Woman. Man konnte den Turm. Verdammt, ist das hoch. Ja, das geht eigentlich. Komm, 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 mach fette Explosion. Oh, schade. Also, es war perfekt mit dem Drop, Alter. Habt ihr es gehört? Geil. Upgrade Shop. Ich kann neue Upgrades machen, oder was? Ah, Upgrades da. Kampf. Beidhändige Pistolen. Oh, das ist natürlich schon geil. Du kannst, wir haben Muni für das da. Hört die Stärke deiner Schläge leicht aus, den kannst du Leute weiter werfen. Aha, hört sich schon mal interessant an. Boni. Ah, Sky. Von gelöschten Simulationen wird doppelt so viel Bargeld fallen gelassen. Zahle Bargeld für 400 EP. Nee. Bargeldeinnahme um 5%. Machen wir mal. Das zahlt sich wahrscheinlich früher oder später aus. Außerdem mache ich das lieber früher als später. Unruheherde. Ja, machen wir auch mal. Am Anfang will ich eher die Sachen upgraden, die uns mehr Zeug geben und so. Aus offensichtlichen Gründen. Gesundheit, gibt es da noch was Neues? Dann machen wir das dann noch.
damit uns die Gesundheit nicht so schnell ausgeht und das war's dann eh schon. Was haben wir hier noch so? Bei Kräfte können wir bestimmt auch was upgraden. Neue Upgrades. Supersprung. Sprunghöhe. Klar, warum nicht? Nice. Und dann haben wir hier noch Luftsturm. Weiß nicht. Warte, machen wir erstmal bei Supersprung vielleicht noch das mit dem Tempo. Ja, machen wir mal. Gut, gut. Aber dann würde ich sagen, wir beenden es hier. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Folge schauen wir dann da weiter. Ah, also, ihr seht sich dann nächste Folge bei Saints Row. Alter, das Spiel ist so geil. Hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Und bis dahin, Chancen reingehauen. Hoffe, euch hat's gefallen. Outro.